Nah Studios. Sie kommen. Los, zünden Sie alles an. Aber was ist mit dem Serum? Vernichten Sie alles. Jetzt zeige ich Ihnen, was ich mit Informanten mache. Mach ihn kalt. Mit Vergnügen. Das sind die Koordinaten von Alice. Da drüben. Es ist Alice. Getötet. Liane. Irgendwas gefunden? Alles verbrannt. Keine Ahnung, was sie da angebaut haben, aber es waren keine Drogen. Römer wusste, dass wir kommen. Was machen wir jetzt? Wir warten auf den nächsten Ausbruch des Virus. Wird bald passieren. Logans Bericht war deutlich genug. Zwei zusätzliche Teams sollen darauf angesetzt werden. Suchen Sie Römer. Ich verstehe. Logan ist mein bester Agent. Was haben Sie vor? Nichts. Wir warten. Wir warten ab, was er herausfindet. Unser WHO-Kontakt hatte recht. In einem Umkreis von über 100 Kilometern ist alles tot. Nicht alle. Der Mann hier lebt noch. Wie kann das sein? Gar nicht. Ja, mit einem der wohl interessantesten Intros, die ich persönlich kenne, sage ich Hallo und herzlichst willkommen zu Seifenfilter, einem, wie ich finde, absoluten Klassiker für die PlayStation 1. Ich spiele es jetzt auf der PlayStation 3 in der deutschen Version, wie man hier sieht, neues Spiel. Und ich würde auch mal relativ zügig jetzt anfangen wollen, weil das Intro ist sehr laut und ich weiß nicht, ob ihr mich gut verstehen könnt. Ich würde es einmal kurz zu Ende laufen lassen. Weil da nämlich einige Namen eingeblendet werden. Ja, und diese Namen, die sind nicht ganz unwichtig. Und Erich Römer ist der Letzte. So, neues Spiel. Ah, okay, geht schon los. Okay, super. Washington DC, Georgia Street. Anweisung des Geheimdienstes. Unser Informant beim FBI hat den Virusangriff der Terroristen im U-Bahn-System lokalisiert. Unsere Kontakte im US-Außenministerium und bei Interpol bestätigen die Identität der Terroristen. Wir lassen sie rein, sobald die Operation des CBDC, US Army Chemical Biological Defense Command, beginnen. Ihre Ziele sind Römer, Kravitz, Aramov und Giardeux. ZCOM hat kodierte Mikrowellenfunksprüche abgefangen. Römer muss eine Antenne in diesem Gebiet haben. Helfen Sie dem CBDC, falls nötig. Vermeiden Sie, sofern möglich, Verluste auf beiden Seiten. Weitere Einsatzziele erhalten Sie an Ort und Stelle. Gut. Wann beginnt die Operation? Die Informationen vom FBI waren unklar. Aber Römers Leute sind schon in der U-Bahn. Dasselbe Virus? Ja, genug, um jeden im Umkreis von über 100 Kilometern zu töten. Oder mehr. Verfahren? Abfangen und eliminieren. Die kommen von unserem Kontakt bei Interpol. Jenkins Leute sind bereits bei der Räumung. Sie haben den Auslöser. Ich erkenne Anton Giardeux und Mara Aramov. Wer ist der andere? Pavel Kravitz, Römers Kommunikationsexperte. Wenn Sie ihn eliminieren, müssen Sie auch seine Funkanlage zerstören. Sie werden in der Kampfzone abgesetzt, wenn das Feuer eröffnet wird. Sie haben eine Stunde, um Ihre Ziele zu finden und sie rauszuholen. Wissen die umliegenden Bewohner Bescheid? Nein. Einfach nur nein. Gut. Dann ist es halt so. Ich erkenne Römer auf Ebene 1. Die Dö ist auf Ebene 2. Noch keine Position für Kravitz und keine Spur von Aramov. Roger, bin auf dem Weg. Alles klar, dann stürzen wir uns mal ins Getümmel. Okay, Analogsticks funktionieren nicht. Gut zu wissen. Warte mal, Ups, sorry, wollte ich nicht. Hab ich den getötet? Nee, oder? Hab ich jetzt meinen eigenen Mann getötet? Scheiße, gut. Ah ja, gut, Kollateralschäden gibt's überall. Ja, wir sehen grünes Blut. Ich habe ja schon angesprochen, dass wir die deutsche Version hier sehen. Was? Warte mal. L1 ist manuell ziehen. Ach, okay, R1 ist,
automatisches Anvisieren. Äußerst praktisch, okay. Hier geht's gerade richtig zur Sache schon, also, eine lange Einleitung haben wir hier nicht. Ah, weg, lass mich. Ich weiß nicht, ob es hier sowas wie Nahkampf gibt. Das war's jetzt erstmal. Okay. Ja, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen sammeln. Also, ja, Seifenfilter. Ein Klassiker für die PlayStation 1. Höre ich da schon wieder Schüsse? Warum höre ich da wieder Schüsse? Was ist da los? Ah, aus dem Gebäude kommen welche, okay. Ja, es ist erstmal ungewohnt natürlich, wenn man die PS4 und PS3 gewohnt ist, und auch schon die PS2 natürlich, über anderthalb Dekaden hinweg, ist es natürlich ungewöhnlich, wenn man da wieder mit dem Steuerkreuz spielen muss. Aber gut, ich habe mich darauf eingelassen. Ich sag mal, ich gehe jetzt einfach weiter, ihr kriegt das schon hin, Jungs. Wofür sind die Tasten überhaupt da? Also Viereck schießen wir. Dreieck ist nachladen, okay. Hier ist es dunkel. Okay, wenn wir X geduckt halten, dann laufen wir geduckt. Ich sehe aber leider nichts. Okay, Dreieck, Moment. Römers Leute haben das Sicherheitstor am U-Bahn-Eingang zugesperrt. Du musst den Stromschalter finden. Sieh nach, ob du einen Wartungslift findest. Okay. Ja, gut, auf Dreieck nachladen, sofern nötig, und dieses Gespräch entgegennehmen. Ich weiß, es gibt eine Taschenlampe. Ich muss mal gucken, wie. Kreis ist... Ah, das Rollen. Das Rollen. Ich habe in diesem Spiel so oft gerollt, ne? Das ist unglaublich. Gut, R1 ist wie gesagt automatisches Zielen. L1 ist manuelles Zielen. Schultertasten. Ah, okay. L2 und R2 sind Sidesteps. Gut. Alles klar. Select. Ah, okay. Select ist Waffenwahl. Okay. Wir haben... Was haben wir denn überhaupt? Wir haben eine Pistole mit Schalldämpfer. Wir haben ein... Ich denke mal, M16 wird es sein. Wir haben ein... Scharfschützengewehr, okay. Wie zoomt man? Okay, hoch und runter, okay. Warte mal. Auf Dreieck zoomen wir rein, auf Kreis zoomen wir raus. Alles klar. Hier ist ein Billardtisch. Der hat erstmal keine Bewandtnis, schätze ich. Oh, und der Taser. Der Taser, ja. Der Taser, der... Uah! Hat einige Überraschungen auf Lager. Wollen wir ihn gerade mal austesten? Na? So. Vier gedrückt halten. Und dann passiert das. Ich sag mal, ein Taser ist eigentlich dazu da, um Leute zu betäuben. Aber das werden wir nicht tun. Gabe, das sind Interferenzen. Du musst in der Nähe ihrer Funkanlagen sein. Kravitz. Ja, das ist naheliegend. Gut, und dann haben wir die Pistole. Ja, der Kravitz, das ist quasi so der erste Miniboss, den wir haben. Da ist er. Warte mal. Wow, shit. So. Warte, lass mich mal kurz. Was? Was? Ich habe nur Logan verstanden. Der hat nämlich, glaube ich, eine kugelsichere Weste. Ja, hat er. Okay, alles klar. Also, es ist kein Blind für mich, so viel sei schon mal gesagt. Das heißt, ich muss diesem netten Herrn hier einen Kopfschuss verpassen, weil sonst wird das hier nichts. Weil der Taser wird auch nicht funktionieren, nehme ich an. Ich probiere es nochmal. Was? Nein, es geht nicht. Gut, okay. Ah, ja, wir sehen oben links die Panzerung, die wir haben. Also es ist so eine Art kugelsichere Weste, die wir anscheinend haben. Was? Red mal Deutsch mit mir, Mensch. Ich will dir doch einen Kopfstoß geben. Geh mal da hinten hin. So in Deckung. Ja, genau. Du bist auf dem richtigen... Ja, genau. So will ich das sehen. So, super. Alles klar. Ja, wir haben die Panzerungsanzeige oben links und wir haben, wenn wir ins Visier genommen werden quasi. Was? So, das können wir auch wieder als automatische Ziel verwenden, weil die haben keine kugelsichere Weste. Da ist noch einer. So, okay, alles klar. So viele Dinge auf einmal. Also wir sehen, wenn wir ins Visier genommen werden, sehen wir eine Gefahranzeige. Und wenn dieser Balken sich vollständig gefüllt hat, werden wir wirklich direkt beschossen und verlieren auch quasi etwas von dieser Panzerung. M16. Okay, wenn wir Select gedrückt halten und ja, sehen wir unser Inventar quasi. Wir können mit L2 und R2 dadurch navigieren. Wir haben jetzt die Schrotflinte gesammelt. Auch eine nicht schlechte Waffe. Und hier haben wir noch die Taschenlampe. Was ich sehr komisch finde, das fand ich damals schon komisch, wenn wir normal Select drücken, können wir die Taschenlampe nicht wählen.
Aber über dieses Gedrückthalte-Menü können wir die wählen. Okay, das ist dann halt so. Wir nehmen jetzt mal die Schrotflinte, die ist nämlich ziemlich cool. Habe ich das eigentlich zerstört, weil ich zerstören sollte? Ich glaube. Ach, wir müssen mal hier gucken, was hier noch so ist. Oh ja, Hauptmenü. Wir haben hier die Karte. Gehen wir mal drauf. Alles klar. Aktuelle Position, da sind wir. Kravitsch eliminieren und Funkanlage zerstören. Das haben wir noch nicht gemacht. Da muss ich nochmal zurückgehen. Strom für Strom für Sicherheitstüren des Terminals abschalten. Okay, das sind unsere Aufgaben quasi. Was haben wir noch? Ziele? Achso, das sind ja jetzt. Achso, okay. Also waren die Ziele quasi in der Karte mit drin. Aha. Parameter, kein CBDC-Agenten eliminieren und möglichst keine Virusträgersysteme oder scharfe Bomben beschädigen. Okay, also das sind wahrscheinlich Dinge, wenn wir die dann doch tun, also wenn wir das tun, was da steht, was wir nicht tun sollen, wie auch immer, dann ist wahrscheinlich die Mission gescheitert. Einführung, die haben wir schon durchgelesen. Waffen, das ist unser gesamtes Inventar. Und Optionen, müssen wir da irgendwas machen? Eigentlich nicht, oder? Mission wählen. Okay, das sind die ganzen Kapitel anscheinend, die es da gibt. Sound, Musik. Ich denke mal, das passt alles. Controller. Nein! Ich wollte Controller, Herrgott. So, Vibration ein, das ist gut. Ziel umkehren. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, okay, und hier sehen wir die ganzen Dinge, die wir machen können. Aber die habe ich ja schon erläutert. Also von daher sind wir da schon auf einem guten Weg. Okay. Ja, cool. Alles klar. Ja, wie gesagt, es ist kein Blind. Ich habe das Spiel vor Ewigkeiten schon mal gespielt. Oh. Ein CBDC-Agent sitzt in einem leeren Gebäude, zwei Blocks östlich von dir. Kannst du helfen? Na klar, wir helfen immer, wenn wir nur können. Okay, wir hören Schüsse. Oh, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, auf jeden Fall. Es wird ein bisschen dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Okay, da ist eine Barrikade. Warte mal. Okay, die Schrotflinte ist extrem gut. Warte mal. Okay, Schrotflinte ist, glaube ich, in diesem Moment scheiße. Ich nehme jetzt mal lieber das M16. Ja, ich bin eigentlich ein ziemlich großer Scharfschützengewehr-Fan in solchen Spielen. Aber da die Steuerung hier relativ hakelig ist, also wenn man jetzt andere Spiele gewohnt ist, wie, keine Ahnung, halt aktuelle Ego-Shooter zum Beispiel oder so, oder aktuelle Third-Person-Shooter, da wird es wahrscheinlich ein richtiges Fest werden, das Scharfschützengewehr zu benutzen. Sag mal. Wir haben irgendwie Unterstützung, kann das sein? Haben wir doch die. Doch umgekehrt die Steuerung. Nee, Moment, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da drehe ich durch. Moment. Optionen. Controller. Nein. Auf gar keinen Fall. So. Was ist das jetzt? Ja, so schon besser. Ich mag das nämlich nicht, wenn diese Achse umgekehrt ist, ne? So, nachladen. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Truhe. Die Truhen können wir mit Dreieck öffnen. Hier ist eine kugelsichere Weste drin. Aber da unsere Panzerung noch vollständig ist. Ja, tut mir leid, wenn ich so ein bisschen beschwipst hin und her laufe, aber das ist einfach die Steuerung. So. Was ist hier? Ich kann mich an manche Dinge noch dunkel erinnern. Zum Beispiel hieran. Und dass hier irgendwas ist. Nämlich ein Schalter zum Rufen des Aufzugs. Okay. Nein. Was? Achso, okay. Ich wollte nämlich eigentlich nur nachladen, aber ich kann es nicht nachladen. Das wäre dieses Phänomen bei Spielen, wenn alle möglichen Funktionen auf einer Taste sind. Ich liebe das. Gabe, hier muss irgendwo der Schalter für die U-Bahn-Sicherung sein. Such ihn und schalt ihn ab. Roger. Sieh nach, ob du die U-Bahn-Sicherheitsprotokolle findest. Machen wir. Muss ich die Taschenlampe nehmen? Ich glaube nicht, oder? Ist hier irgendwas? Nee. Ich wollte noch so viel erzählen. Ich wollte zum Beispiel erzählen, dass das Spiel damals von den 989 Studios veröffentlicht wurde. Das war ein Stromschalter? Nein. Du hast die U-Bahn-Sicherung umgangen. Die Rampe im ersten Terminal sollte jetzt frei sein. Okay. Es war ein Spielehersteller, den es nur sehr kurz gab. Beziehungsweise nur sehr kurz unter diesem Namen gab. Weil später wurde das Ganze quasi zu. Also Sony hat es quasi. Hat dieses Entwicklerstudio, beziehungsweise den Hersteller aufgesogen quasi. Also sie haben quasi fusioniert, kann man sagen. Also anfangs.
Anfangs war es eine Tochtergesellschaft von Sony Computer Entertainment America, was glaube ich. Weil ich glaube, Sony Computer Entertainment allgemein ist ja, glaube ich, völlig Wumpe. Und später dann, also Ende der 90er. Uah! So. Okay. Haben die 99 Studios, Ende der 90er, haben die sehr viele auch bekannte Spiele rausgebracht. Das habe ich echt gewundert. Also Seinfelder 1 bis 3 haben die rausgebracht. Die haben Cool Borders, haben sie einige Teile rausgebracht. Twisted Metal. Ach, da ist das Ding, was wir kaputt machen müssen, genau. Moment. Muss ich das zerschießen oder was wahrscheinlich? Ja, okay. Kravitz eliminiert und Funkausrüstung zerstört. Aber ich sehe ihre Antenne nicht. Ich suche sie. Okay, danke. Ja, also sie waren eigentlich nur Ende der 90er aktiv. Und dann haben sie nach der Jahrtausendwende haben sie noch ein paar ziemlich viele Sportspiele rausgebracht. Aber dann ab 2005 verläuft sich so ein bisschen die Spur. Also dann wurde quasi alles weitere über Sony selbst veröffentlicht und nicht mehr über die 99 Studios. Ich denke mal, dass einfach noch, wenn überhaupt noch irgendwelche Mitarbeiter aktiv sind, die damals bei 99 Studios beschäftigt waren, dann sind die halt einfach bei Sony alle mit der Vertrag. Habe ich jetzt ein bisschen kompliziert erklärt, aber ich hoffe, ihr wisst so im Kern, was ich meine. Aber ich habe mich echt gewundert, wo ich gesehen habe, was für Spiele die teilweise rausgebracht haben. Also ich dachte echt, das wäre so ein Studio, was kein Mensch kennt. Das Entwicklerstudio Eidetic, oder wie man es ausspricht, dazu habe ich einfach nichts gefunden. Also ich weiß nicht, ich habe einfach nichts dazu gefunden im Internet. Aber gut, dann war es nicht so wichtig. Der Seifenfilter an sich. So, der erste Teil, wie gesagt, für mich ein absoluter Klassiker. Ich habe den damals als Teenager rauf und runter gesuchtet. Ich habe auch das Intro, das habe ich so oft gesehen. Ich weiß nicht, warum ich das so oft gesehen habe, aber ich fand es damals auch schon nicht gut. Aber ich habe es einfach so oft gesehen. Kein Mensch weiß warum, wir werden auch nie erfahren, warum ich das so oft gesehen habe, aber ich habe es einfach so oft gesehen. Es gab insgesamt 6 Nachfolger von Seifenfilter. Aber nur der erste und der zweite Teil waren auch wirklich kommerzielle Erfolge. Der Rest, der war dann auch von der technischen Seite. Okay, das war sehr gefährlich jetzt, was ich gemacht habe. Von der technischen Seite auch nicht mehr so doll. Und ja, nach dem 7. Teil insgesamt, der dann für die PSP erschien, wurde dann auch die ganze Reihe einfach eingestellt. Weil ja, Sony einfach gemerkt hat, okay, es bringt einfach nichts mehr, wenn wir diese Serie jetzt krampfhaft weiterführen. Aber, ja, super. Der erste und zweite Teil waren, wie gesagt, kommerzielle Erfolge. Also immerhin etwas. Beim ersten Teil ist es auch so, wo der... Alles klar, Gabe. Okay. Wo der damals rauskam, habe ich damals das offizielle PlayStation-Magazin gesammelt. Und da stand nämlich damals drin, dass Seifenfilter an sich Metal Gear Solid anzugreifen. Metal Gear Solid war ja damals das Spiel überhaupt. Seinfeld hat es nicht geschafft, nachgewiesenermaßen. Also wie gesagt, es war ein kommerzieller Erfolg, aber irgendwie kaum jemand kennt es. Das ist sehr, sehr schade. Und die Leute, die es kennen, für die ist es einfach Kult. Also mich eingeschlossen. Aber ja, ich sag mal, mehr als die Hälfte der Leute, die man fragt, die sich auch mit Spielen beschäftigen, die kennen das Spiel einfach nicht. Das ist sehr, sehr schade und ich hoffe, ich kann das jetzt hier so ein bisschen ändern. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich erreichen werde mit diesem Let's Play, aber ich hoffe, es sind ein paar, die sich das Spiel mal angucken und dem Spiel eine Chance geben. So. Aber erstmal muss ich jetzt meiner Pistole eine Chance geben, die Leute hier runterzuschießen. Okay. Nein. Okay, alles klar. Nachladen. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ach so, warum fand ich das Intro interessant? Ganz einfach, weil man einfach nichts erfährt. Also, es geht einfach nur im Intro darum, dass jeder auf irgendwas warten will. Was ich sehr, sehr lustig finde. Und dass da einer liegt, der eigentlich tot sein müsste, aber irgendwie nicht tot ist. Und man weiß nicht so recht, warum er nicht tot ist. Und man hat einfach 10 Fragezeichen im Kopf, nachdem man sich das Intro angeschaut hat. Okay, also ich muss sagen, ich bin gerade relativ stolz auf mich, dass ich das so gut hinkriege mit der Steuerung. Ich habe sogar schon ein paar Kopfschüsse hinbekommen. Okay, wenn man vom Kopfschuss spricht, dann kommt er nicht. Ah! Warte. Komm, das dauert mir alles zu lang hier. Das Schöne dieser Zielerfassung der automatischen ist einfach für Dumme. Man muss einfach nur R1 drücken und Viereck, das war's. Mehr muss man einfach nicht tun.
Aber ich kann euch schon mal versichern, es wird nicht so bleiben. Klar, anfangs sind die Gegner natürlich ein bisschen einfacher, aber es werden andere Gegner kommen im Laufe des Spiels. Und da reicht das mit R1 und Fierk definitiv nicht mehr. Da muss man sich schon so ein bisschen anstrengen. Also sprich auch mal automatisch zielen, auch verschiedene Waffen nehmen. Es gibt sau viele Waffen in diesem Spiel, was ich damals sehr, sehr cool fand. Ich denke mal, ich werde es auch heute noch cool finden. Okay, das sind wieder ein paar CBDC-Agenten, die auch sehr cool sind. Okay, so. Ja, das mit dem grünen Blut ist halt einfach so eine, ich sag mal, so eine deutsche Krankheit. Weil ja irgendwie alle möglichen Spiele, zumindest früher war es ganz extrem, sofort zensiert wurden, indiziert wurden, dann, keine Ahnung, die 18er-Version von den Amis, die wurden dann bei uns auf 16 abgestuft, aber dafür gab es ein grünes Blut und Gliedmaßen konnte nicht abgeschossen werden, weiß der Geier. Aber, ja, wir werden das überleben, schätze ich. Gut, ich würde jetzt an dieser Stelle auch mal die Aufnahme beenden. Wir haben nämlich jetzt schon eine Menge geschafft und eine Menge gelabert. Wir werden jetzt nämlich die U-Bahn betreten. Hallo? Wieder Gefechte? Moment. Ah, ich stehe im Weg. Jungs, ich kann euch nicht helfen. So. Oh, ist noch einer. Alles klar. Gut. Es ist ein sehr gewaltverherrlichendes Spiel. Das muss man schon sagen. Aber ich muss auch noch den Taser, muss ich ja auch noch euch zeigen. Genau. Habe ich auch gar nicht gemacht. Oder? Weiß ich gar nicht. Ach komm, ihr kriegt das da alleine hin, ohne mich. So. Was haben wir denn hier alles? Kugelsichere Weste haben wir noch vor. Ich habe nämlich noch gar keinen Schaden genommen, ne? So, mal ganz kurz nochmal auf die Mission. Römer eliminieren. Ja, genau. Wir müssen jetzt eigentlich nur die U-Bahn betreten. Machen wir auch. Gut, bevor wir das aber tun, würde ich sagen, ich beende den Part. Vielen Dank für euer Interesse. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dranbleiben würdet, wenn ihr kommentiert, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Nöte, Sorgen, Anregungen, wie auch immer. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!